Im Fall Moritz Holl sagte und schrieb Heinrich Kramer vor allem das, was ein überzeugter Verteidiger der Methode schreiben und sagen musste. Unsere Gesellschaft ist am Ziel. Im Gegensatz zu allen Systemen der Vergangenheit gehorchen wir weder dem Markt noch einer Religion. Wir brauchen keine verstiegenen Ideologien. Wir brauchen nicht einmal den bigotten Glauben an eine Volksherrschaft, um unser System zu legitimieren. Wir gehorchen allein der Vernunft. Ein Merkmal ist jedem lebenden Wesen zu eigen. Es zeichnet jedes Tier und jede Pflanze und erst recht den Menschen aus. Der unbedingte Überlebenswille. Ihn erheben wir zur Grundlage der großen Übereinkunft, auf die sich unsere Gesellschaft stützt. Schauen Sie in die Geschichtsbücher! Noch im Jahr 2009 zeigten Kinder stolz auf ihre aufgeschürften Knie. Erwachsene Menschen malten einander Herzchen aufs Gipsbein. Jeder klagte über Heuschnupfen, Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme. Man wollte doch immer nur eines. Unverdiente Aufmerksamkeit! Jahrhundertelang hat man die Schwäche angebetet. Man kniete vor dem Bild eines magersüchtigen, bärtigen Masochisten, der eine Stacheldrahtrolle auf dem Kopf trug, während ihm das Blut übers Gesicht lief. Der Stolz der Kranken, die Heiligkeit der Kranken, die Selbstliebe der Kranken, das waren die Übel, die den Menschen von innen fraßen. Unser perfekter Staat hat eine Methode entwickelt, die darauf abzielt, jedem Einzelnen ein möglichst langes, störungsfreies Leben zu garantieren. Nichts anderes taugt zum Ideal. Die Methode schuldet uns Fürsorge und wir schulden ihr Gesundheit. Die Methode garantiert uns ein langes, gesundes und glückliches Leben, frei von Schmerz und Leid. Die Methode passt auf uns auf. Sie sammelt unsere Schlaf- und Ernährungsberichte, überwacht unsere Sportpflichten, schickt uns wöchentlich zum Arzt. Wir reichen unsere Urinproben ein. Wir desinfizieren unsere Häuser. Wir essen nach Plan. Wir tragen einen Chip im Oberarm, mit dem wir im Supermarkt bezahlen können und der unseren Kalorienverbrauch kontrolliert. Die Methode kennt unseren Body Mass Index. Die Methode liest unsere DNA. Life is an offer which may be rejected.
behauptet, die Methode hätte einen Justizirrtum begangen. Im Alter von 5 Jahren traten bei meinem Bruder Moritz Symptome wie Blässe, Schwäche und Knochenmarkschmerzen auf. Auch neigte er zu spontanen blauen Flecken. Sein ganzer Körper war damit übersät. Er sah aus, als wäre er täglich verprügelt worden. Man hat dann schließlich bei ihm Leukämie diagnostiziert. Aber Leukämie ist heutzutage kein Problem mehr, das kann man heilen. Die Methode verfügt über Datenbanken, in denen die Gewebemerkmale sämtlicher Bürger verzeichnet sind. Wir suchen nicht nach Spendern, wir rufen sie an und verpflichten sie. Die passende Therapie heißt Stammzellentransplantation. Wie funktioniert das? Man entnimmt mittels eines Katheters den Knochen des Spenders ein wenig frisches, gesundes Knochenmark und überträgt es in die Knochen des Empfängers. Dort beginnt das Knochenmark nach wenigen Tagen selbstständig mit der Produktion von gesunden, roten Blutkörperchen. Bei diesem Prozedere allerdings übernimmt der Empfänger die Blutgruppe seines Spenders. Sie werden diesen Vortrag auf der Stelle beenden. Er übernimmt auch das Immunsystem seines Spenders. Das ist Hochverrat. Und er übernimmt... Mirhol, schweigen Sie. ...die DNA. Those with a fistful of blessing, and lucky are those with a firm DNA code.